Hühner bestimmen schon seit Generationen das Leben der Familie Stöger im Mostviertel. Ja, wir sind mittlerweile in der dritten Generation von unserem Familienbetrieb. Und da sitzen die ganzen Generationen, wie man sieht, und haben uns entschieden, jetzt ein nachhaltiges Produkt zu machen. Wer Hühner hält, weiß das. Sie produzieren nicht nur Eier und Fleisch, sondern auch viel Mist. Statt diesen teuer zu entsorgen, produziert man hier mit Hilfe von ECOKRAFT einen nachhaltigen, regionalen und organischen Premium-Biodünger. Die Idee, Hühnermist zu pelletieren, ist im Zuge vom Studium entstanden und hat durch den landwirtschaftlichen Hintergrund, landwirtschaftlichen Bauernhof mit Hühnern, haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man den Mist, der da anfällt und der qualitativ sehr hochwertig ist, besser verwerten. Somit haben wir uns entschieden, eine Pelletieranlage zu kaufen. Und mit der Pelletieranlage ist es möglich, den Hühnermist transportfähig zu machen, geruchsfrei zu machen, keimfrei zu machen und so für alle jeglichen Zielgruppen zugänglich zu machen, sei es Hobbygärtner, sei es Landwirte. Das niederbayerische Greentech-Unternehmen ECOKRAFT ist der weltweite Spitzenreiter für Planung, Konstruktion und Herstellung innovativer Pelletieranlagen und Verfahrensweisen zur Abfallvermeidung. Der getrocknete und hygienisierte Hühnermist wird dank der Anlagen von ECOKRAFT pelletiert, damit er vermarktet werden kann. Wir wollen weg von chemischen Düngern, wir wollen hin zu organischen Düngern. Und das ist auch am Zahn der Zeit. Also man muss die Ressourcen, die man hat, die sowieso anfallen, besser verwerten. Und somit kann man die chemischen Produkte minimieren. Und die Pflanze braucht sowieso organische Substanzen. Und die muss ich nicht unbedingt chemisch zuführen, sondern da kann man die Rohstoffe verwerten, die was man sowieso hat. Wir haben uns dann eine Anlage angeschaut, waren eigentlich von Beginn an überzeugt. Uns hat auch sehr geholfen die Testpelletierungen, die man dort vornehmen kann. Also man sieht das eigene, den eigenen Rohstoff dort, wie er sich verhält in der Pelletsanlage. Und das hat uns die Entscheidung dann eigentlich relativ leicht gemacht, sich für die ECOKRAFT-Anlage zu entscheiden. Eine Entscheidung, die Florian Stöger bis heute nicht bereut hat. Im Gegenteil. Seit November letzten Jahres sind wir im Betrieb und der Absatz geht steil nach oben. Die Düngesituation hat sich sehr verschärft am Markt, würde ich sagen. Und natürlich nach dem Studium gleich als Geschäftsführer in einer Firma eingesetzt zu sein, ist keine leichte Aufgabe, aber machbar. Die Bandbreite der Kunden ist dabei breit gefächert. Im Großgebinde machen wir viel über Großhändler, die dann das direkt an die Landwirte verteilen. Im Kleingebinde sind wir in Gärtnereien, in regionalen Gärtnereien, in Fachmärkten, wo dann der Hobbygärtner Zugang hat, wo er auch noch Beratung bekommt. Unsere Vision ist, den heimischen Garten und die Landwirtschaft ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Also für uns kommt nicht in Frage, einen chemischen Dünger auf die eigene Salatpflanze zu machen, weil es ergibt für uns keinen Sinn. Und unsere Vision ist, immer mehr Leute zu überzeugen, zu organischen Dünger zu greifen und die Ressource, die man hat, zu verwerten. Ein Markt, der boomt. Eine Erweiterung der ECOKRAFT-Anlage steht schon jetzt nichts mehr im Wege. Wenn der Bedarf da ist, wollen wir unsere Produktionskapazität verdoppeln. Wir haben unsere erste Anlage so ausgelegt, dass jederzeit eine zweite dazugestellt werden kann. Das heißt, es müssen nur noch einzelne Komponenten gekauft werden und wir haben die doppelte Produktionsmenge. Wir sind momentan gerade dabei, den österreichischen Markt zu bedienen. Die Überlegungen gingen aber natürlich weiter und der deutsche Markt wäre für uns auch sehr interessant. Aber grundsätzlich haben wir jetzt einmal Arbeit damit, den österreichischen Markt abzudecken. Davon profitieren können vor allem Landwirte. Im Mostviertel wird der Premium-Biodünger von PRESSGOLD auch auf den eigenen Feldern erfolgreich eingesetzt. Die Pflanzen werden widerstandsfähiger und der Boden gestärkt. Einfach in der Anwendung sind die Hühnermist-Pellets als Biodünger für alle Pflanzen geeignet, vor allem auch Gemüse. Das freut die Hobbygärtner. Ja, früher haben wir halt das mit einem Händelmist gemacht, aber durch das, dass der ein bisschen mehr stinkt, sind wir jetzt froh, dass wir die Pellets haben. Was will man mehr? Ziel von ECOKRAFT ist es, Firmen, Land- und Forstwirte sowie Institutionen und Forschungseinrichtungen dabei zu unterstützen, ihre Abfallprodukte ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll in hochwertige Pellets zu verwandeln. Ein richtiger Schritt, diese wichtigen Rohstoffe wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Und das mit einer hohen Wirtschaftlichkeit bei geringem Investitionsrisiko.
Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell dank ECOKRAFT aus Niederbayern.